Videoaufzeichnung zur Erinnerung an die stillgelegte Zuckerfabrik Nauen. Gegründet im Jahre 1889 als Rüben-Rohzuckerfabrik mit einer täglichen Zuckerrübenverarbeitung von 1500 Tonnen, war sie seinerzeit eine der größten und modernsten Zuckerfabriken Europas. Der erzeugte Rohzucker musste in Zuckerraffinerien zu Weißzucker weiterbearbeitet werden. Deshalb erfolgte im Jahre 1947 eine technologische Umstellung auf die Weißzuckerproduktion. Durch umfangreiche Investitionsmaßnahmen, besonders in den 50er und 60er Jahren, wurde die Kapazität auf über 2000 Tonnen Rübenverarbeitung pro Tag erhöht. In der letzten Kampagne von 100 Tagen Dauer im Jahre 1992 wurden durchschnittlich 2450 Tonnen Rüben pro Tag verarbeitet und daraus ca. 350 Tonnen Weißzucker erzeugt. Teil der Zuckerrüben musste durch das Stadtzentrum von Nauen transportiert werden. Ankunft der Rübenfahrzeuge in der Zuckerfabrik. Nach der Wägung wird mit einem Probestecher eine Rübenprobe von jedem Fahrzeug entnommen, um den Schmutzbesatz und Zuckergehalt bestimmen zu können. Hier zieht der automatisch arbeitende Probenstecher eine Rübenprobe. Die Einlagerung von Zuckerrüben für die Wochenend- und Feiertagsverarbeitung, da an diesen Tagen kein Transport über die Straßen erfolgte. Die Übergabe auf ein Rübenstapelgerät, mit dem loser Schmutz vor der Einlagerung abgetrennt werden kann. Es werden Rübenhalden mit einer Höhe von 5 bis 6 Metern und 30 Meter Breite angelegt. Die Einlagerung erfolgt über ein schwenkendes Band, damit sich keine Schmutznester in der Halde bilden können. Die eingelagerten Rüben werden belüftet, um die in der Halde entstehende Atmungswärme abzuleiten. Dadurch ist eine Lagerung mit nur geringen Zuckerverlusten möglich. Hier ein solcher Lüfter. Die Rückwärtskippfahrzeuge übergeben die Zuckerrüben in einen Aufnahmebunker. Diese Großfahrzeuge transportieren 25 bis 30 Tonnen. Hier erfolgt die Entleerung.
Entladung von Straßenfahrzeugen mit Seitenkippung. Mit viel Wasser werden die Zuckerrüben nach der Entladung zur Verarbeitung in die Fabrik geschwemmt. Dabei werden sie durch einen Trommelsteinefänger hindurch zur Entfernung mitgeführter Feldsteine und unter einen Zinkenkrautfänger zur Entfernung von losem Kraut geschwemmt. Hier sehen wir den Zinkenkrautfänger. Ein Rübenhubrad hebt die Rüben aus dem Schwemmkanal in eine Rübenwäsche, in der sie vor der Verarbeitung gewaschen werden. Der Waschvorgang in einer sogenannten Knüppelwäsche. Eine Förderschnecke transportiert die gewaschenen Rüben in einen Elevator, über den sie in die oberste Etage des Produktionsgebäudes in den Rübenbunker über den Schneidmaschinen gelangen. Der Rübenbunker. Die Schneidmaschinenstation zur Zerkleinerung der Rüben zu Rübenschnitzel. Die Messerkästen der Schneidmaschinen können einzeln bei laufenden Maschinen ausgefahren und gereinigt werden. Ein Messerfräsautomat zum Schärfen der Schnitzelmesser, was nach etwa 8 Stunden Nutzungsdauer erfolgen muss. In jeder Stunde werden 100 bis 120 Tonnen Zuckerrüben geschnitzelt. Die Extraktionsanlage, in der die Rübenschnitzel mit heißem Wasser entzuckert werden. Es fällt ein Rohsaft mit einem Zuckergehalt von ca. 15% an, der einer umfangreichen Saftreinigung unterzogen wird. Die entzuckerten Schnitzel werden über dieses Förderband einer Schnitzelpressenstation zugeführt.
die Übergabe der entzuckerten Schnitzel in eine Förderschnecke über den Schnitzel pressen. Ein Bogensieb zum Abtrennen von Schnitzelpülpe aus dem zuckerhaltigen Presswasser, welches in die Extraktionsanlage zurückgeführt wird. In diesen Schnitzelpressen werden die entzuckerten Schnitzel gemeinsam mit der Pülpe aus dem Presswasser auf etwa 18% Trockensubstanz abgepresst. Die Verladung der Pressschnitzel auf Straßenfahrzeuge oder Waggons zum Abtransport in Tierproduktionsbetriebe. Die Schnitzel werden als Frischfutter verwendet oder einsiliert. Mit einem Wasserhubrad wird das Rübenschwemm- und Waschwasser aus einem Kanal zur Aufbereitung und Wiederverwendung gehoben. Rübenbruchstücke werden aus dem Schwemmwasser ausgetragen und zur Zuckergewinnung bzw. als Futtermittel genutzt. In Sandfängern wird der Sand aus der Rübenerde abgeschieden und separat deponiert. Der im Schwemmwasser enthaltene Humusboden wird in einem Rundklärbecken eingedickt und als Erde-Wassergemisch zu einem Stapelteich zur Ablagerung gepumpt. Hier das Rundklärbecken. Die Rückführung von groben Rübenbruchstücken zum Rübenbunker über den Schneidmaschinen. Ein Blick über die Produktionsgebäude der Zuckerfabrik und den Schwemmwasserteich mit vorgeschaltetem Rundklärbecken. Die Produktionsanlagen in der sogenannten Rohfabrik. Hier erfolgt die Aufbereitung des zuckerhaltigen Rohsaftes nach dem Kalk-Kohlensäure-Verfahren. Der in verschiedenen Etappen gereinigte Zuckersaft hat einen Zuckergehalt von ca. 15%. Durch Wasserverdampfung in einer Verdampfstation wird er auf 60-70% Zuckergehalt eingedickt und wird dann als Dicksaft bezeichnet. Hier die Verdampfstation. Eine von mehreren Filterstationen zur Feinfiltration der Zuckersäfte. Eine automatisch arbeitende Filterpresse zum Abtrennen von Carbokalk nach dem Saftreinigungsprozess. Diese Drehfilter sind die Vorgänger der modernen Carbopresse. Nochmal ein Blick auf die neue Carbopresse.
Wärmeaustauscher zur Anwärmung des Zuckersaftes im Produktionsablauf. Ein moderner Plattenwärmeaustauscher. Eine Filterplatte. Förderstrecke für den abgepressten Carbokalk, der als Düngemittel an Landwirtschaftsbetriebe abgegeben wird. Es fallen täglich etwa 120 Tonnen davon an. Unterhalb einer Filterstation. Der zweite Teil der Hauptproduktionsanlage, das sogenannte Zuckerhaus. Wir sehen die Weißzucker-Kochstation. In diesen Kochapparaten wird unter Vakuum bei ca. 85 Grad Celsius das Zuckerkristall gekocht. Jeder Apparat hat ein Fassungsvermögen von 45 bis 50 Tonnen Kristallsuspension. Ein Blick auf die Kochapparate für Mittel- und Nachproduktzucker. Insgesamt waren 10 Kochapparate im Einsatz. Rohrleitungen und Armaturen oberhalb der Kochapparate. Ein Zuckerkocher bei der Arbeit. Die Maischen, in denen die Kristallsuspensionen gerührt und für das anschließende Zentrifugieren heruntergekühlt werden. Etwa 20 dieser Maischen waren vorhanden. Kontinuierlich arbeitende Zentrifugen zum Abschleudern von Nachproduktfüllmasse. Die Weißzuckerzentrifugenstation. Jede Zentrifuge nimmt 1000 Kilogramm Füllmasse auf und trennt in wenigen Minuten den Sirup vom Zuckerkristall. Weitere kontinuierlich arbeitende Nachproduktzentrifugen. Hier wird das Nebenprodukt Melasse von der Nachproduktfüllmasse abgetrennt. Der Nachprodukt Rohzucker wird aufgelöst und in der Mittelproduktkochstation erneut zu Kristallzucker verkocht. Die Mittelproduktzentrifugenstation. Der hier anfallende Rohzucker wird ebenfalls aufgelöst und in den Produktionsprozess zur Weißzuckerkochstation zurückgeführt. Ein Löseautomat für das Auflösen von Rohzucker. Die Zuckerkühl- und Trockentrommel für Weißzucker. Der vorgetrocknete Zucker
wird einem Tellertrockner zugeführt, um ihn lager- und handelsfähig zu trocknen. Hier erfolgt die Absiebung des Weißzuckers vor der Einlagerung bzw. Absackung. Eine Zuckersichterstation. Ein Blick auf den Tellertrockner. Die Absackung in 50 Kilogramm Papiersäcke mittels Ventilabsackmaschine. Der Transport der gefüllten Papiersäcke in das Zuckerlager. Mit langen Förderbändern wird der weite Weg zum Lager, hier zur Wendelrutsche, überbrückt. Das manuelle Abnehmen vom Förderband und Packen auf Paletten. Eine körperlich schwere Arbeit. In modernen Betrieben sind dafür Palettierautomaten eingesetzt. Die eingelagerten Paletten mit jeweils 1050 Kilogramm Zucker werden gegen Verschmutzung mit Folie geschützt. Hier erfolgt die Verladung von losem Zucker auf Eisenbahnwaggons oder Straßenfahrzeuge. Die Entladestelle für Kalksteine und Koks an der Kalkbrenn- und Löschanlage. Es erfolgt eine Förderung von 120 Tonnen Kalksteine und 10 Tonnen Koks täglich in einen Vorratsbunker. Von dort wird der Kalkofen beschickt, in dem bei ca. 1000 Grad Celsius die Rohkalksteine im Gemisch mit Koks gebrannt und anschließend in einer Löschtrommel zu Kalkmilch eingelöscht werden. Das Betriebslaboratorium mit umfangreichen Ausrüstungen zur Überwachung des Produktionsprozesses und zur Qualitätskontrolle der End- und Nebenprodukte.
Alle Untersuchungsergebnisse werden in einem Laborbuch dokumentiert. Die zwei Dampferzeuger der Kraftwerksanlage mit einer Leistung von je 32 Tonnen pro Stunde zur Herstellung von Hochdruckdampf, zur Elektroenergieerzeugung und für den Produktionsprozess. Die Schalt- und Steuerwarte für die Dampferzeuger. In einer Wasseraufbereitungsanlage wird das Speisewasser für die Dampferzeuger enthärtet. Zwei Turbinen und Generatoren zur Erzeugung von 4 Megawatt Elektroenergie je Stunde. Vorratsbehälter für aufbereitetes Kesselspeisewasser. Die Wärmeübergabestation für die Versorgung von Wohnungen und andere Objekte in der Stadt Nauen mit Fernwärme. Eine Pumpstation im Kesselhaus. Kesselspeisewasserpumpen. Eine Kompressorenstation mit 3 modernen Kompressoren. Eine uralte Drehmaschine in der Schlosserwerkstatt. Im Hintergrund auch einige modernere Zerspannungsmaschinen. Die Elektrowerkstatt, in der auch Elektromotoren gewartet und repariert wurden. Eine Pause von Schichthandwerkern in einer Werkstatt. Meister und Handwerker stellen sich zu einer Aufnahme vor einer alten Drehmaschine. Ein bereits stark verschlissenes Gradierwerk zum Rückkühlen von Fallwasser für die Vakuumerzeugung im Kochprozess. Eine von 3 Diesellokomotiven für den innerbetrieblichen Rangierverkehr. Der Kohlenlagerplatz. Ein Fernblick auf den Schornstein, die Kraftwerksanlage, den Kalkofen, das Produktionsgebäude mit Zuckersilo und das Trocknungsgebäude. Das Extraktionsanlagengebäude und im Vordergrund die Büros der Techniker des Betriebes. Ein Labor- und Bürogebäude. Noch einmal
das Gebäude der technischen Trocknungsanlage. Mit Förderbandstrecke für erzuckerte Schnitzel zu den Trockentrommeln. Ein Zuckersilo mit 10.000 Tonnen Fassungsvermögen. Ein Panoramablick aus Richtung Norden auf die Betriebsanlagen. Ein Blick vom Zuckersilodach in 35 Metern Höhe auf die Betriebsgebäude und das angrenzende Betriebsgelände. Im Hintergrund die Stadt Nauen. Die Rieselfelder für das Stapeln des Produktionsabwassers und die Zuckerrübenerde. Noch einmal das hölzerne Gradierwerk. Kraftwerks- und Kalkofenanlage. Werkstattgebäude. Das Hauptproduktionsgebäude. Das Zuckerlager für abgesackten Zucker. Der Melassetank mit 4.000 Tonnen Fassungsvermögen. Die seit 1991 zutreffende Firmenanschrift. Ein abschließender Blick auf den Haupteingang mit dem denkmalwürdigen Verwaltungsgebäude im Hintergrund.